alle zusammen. Ich bin Rex. Hallo, Rex. Schön, dich kennenzulernen. Willkommen in der Abenteuerbucht. Echt heißer Flitzerkumpel. Danke. Damit sause ich herum. Du bist sicher Chase. Und ihr seid Marshall und Sky und Zuma und Rubble und Rocky. Eigentlich bin ich Rocky. Und ich bin Rubble. Und ich bin wohl ein bisschen durcheinander. Ryder, du hattest recht. Sie sind die nettesten Hunde, die ich je getroffen habe. Eigentlich sind sie die einzigen Hunde, die ich je getroffen habe. Du bist noch nie einem anderen Hund begegnet? Nein, da wo ich herkomme, bin ich der einzige Hund. Woher kommst du? Das ist der zweite Teil meiner Überraschung. Willkommen in der Dino-Wildnis. Das sind Triceratops und das sind Velociraptoren. Die sind so toll. Oh, das sind Pterodaktylen. Sie sehen aus wie Vögel. Habt ihr gewusst, dass es Flugsaurier gibt? Nein, aber jetzt schon. Du weißt eine Menge über Dinos. Danke. Kommt mit, ich zeig euch noch was. Ja, drei verschiedene Eier. Wenn die kleinen Dinos schlüpfen, dann habe ich den besten Dino-Park rund um die Nachbarstadt. Wo geht's zum Tunnel, der nach Hause führt? Was war das? Hey, erst schlüpfen, wenn wir in der Nachbarstadt sind. Also schön, ihr kleinen Schlingel, ab in den Anhänger. Wenigstens einer, der mir nicht entwischen kann. Stehen geblieben, Herr Bürgermeister. Sie sind also der Dino-Eier-Dieb. Bin ich nicht. Und was haben Sie dann da? Oh, ein super süßes, stacheliges Baby. Oh, seht mal die super süßen Dino-Babys. Oh. Die sind total putzig. Oh ja, sie sind süß und dich werde ich in die Nachbarstadt mitnehmen. Wir müssen die kleinen Kerlchen ihren Mamis zurückbringen. Moment, wo ist der Baby Brachiosaurus? Oh, da! Nachbarstadt-Dino-Park, ich komme! Also wenn ihr mich fragt, kommt da ein großer Riesendino. Brachiosaurus-Mama, sie vermisst ihr Baby, sie will es zurück. Baby, komm zurück! Hilfe! Oh, zwei Baby-Dinos sind besser als keins. Heute muss mein Glückstag sein. Und schon ist er vorbei. Ich glaube, das hier ist dein Baby. Ich hab drauf aufgepasst. Oh, na endlich der Tunnel. Da ist es wieder, das alte Besserwisserglück. Sie sind so weit weg. Wie sollen wir das rechtzeitig schaffen? Jetzt passt mal auf. Dino-Kralle! Und Paw Patrol. Unser Gehege ist wieder wie neu. Und ihr habt die Dino-Mamas und Babys wieder zusammengebracht. Wenn wieder mal ein Dino unsere Hilfe braucht, ein Anruf reicht. Das heißt in Brachiosaurus-Sprache, danke Paw Patrol. Ruh, Kamera! Oh.
Das sieht aus wie eine Fährte. Ja, das sind Triceratops-Spuren. Aber was sind das für Dinger? Seetangchips? Sky, wir haben eine Spur. Du musst der Flugkamera folgen. Ja, wird gemacht. Oh, flieg weg, fürchterliches Flatterwesen! Solange der Flugsaurier da ist, wird Sky nicht nah genug rankommen. Captain Tollpatsch, werfen Sie die Chips weg, sofort! Aber sie sind so köstlich und knusprig! Chase, wir müssen ihn unbedingt ablenken. Ruff, Tennisballkanone! Den Flugsaurier sind wir los. Sky, das ist deine Chance. Ruff, Rettungsgurt! Ich bin der Mutigere von uns beiden. Ich lasse dir den Vortritt, Cousin. Mir? Aber ich bin der couragierte Cousin. Los, du gehst zuerst. Ah! Oh! Danke! Einen haben wir, einen muss ich noch holen. Ruff, Fernsichtbrille. Diese schnappenden Pflanzen machen die Rettung schwierig. Ich muss den Gurt erwischen. Der Dino läuft einfach zu schnell. Ach, Flix und zugenäht. Oh, Dino Poco. Halb so schlimm, Fosfa. Ich hab sie gleich. Auch das noch mitten in eine Teergrube. Man könnte wirklich sagen, ich stecke tief in der Patsche. Ryder, der Dino schafft es nicht, die Felswand drauf zu klettern. Und François steckt im Schlamm fest. Helft mir bitte, ich versinke. Und dieser Teer stinkt grauenvoll. Geht gleich los, François. Robohund, bring den Dino-Patroller. Sky, du kommst zur Teergrube. Alles klar. Oh, welch ein Glück. Die Nahaufnahme, die ich immer haben wollte, wenn ich nur die Arme rauskriegen würde. Oh, eine neue Frisur. Sehr schick. Nein, 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 zurück mit dir. Ein paar Chips sind es nicht wert, in diesem Teer stecken zu bleiben. Das würde dir nicht gefallen, das kannst du mir glauben. Ryder, wir müssen die beiden sofort da rausholen. Robohund, senke den Greifer vom Dino-Patroller in die Grube. Rex, versuch den Dino zu beruhigen. Ja, mach ich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir holen dich hier raus. Nur noch anschnallen. Roar, roar, roar. Keine Angst, mein Freund. Alles wird gut. So, Robohund, rauf mit ihm. Gut gemacht. Und jetzt holen wir François. Beeilt euch! Ich stecke schon bis zur Brust im Teer. François, gut festhalten. Ich krieg meine Arme nicht mehr raus. Ich versuch's mal. Dino-Kralle! Merci, Rex. Robohund, du kannst sie rausheben. In Ordnung, Rex. Und jetzt du. Ja, endlich sind wir in Sicherheit. Und es gibt sogar noch Chips. Und nein. Oh, ich bin froh, dass es dir wieder besser geht. Danke für die Rettung aus dem prähistorischen Pulverfass, Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Das ist der Moment, euch meine Fotos zu präsentieren. François, war deine Kamera nicht schwarz vor Schlamm? Nein. Meine Fotos sind unglaublich. Fantastisch, François. Ganz ehrlich, ich glaube, du wurdest noch nie so gut getroffen. Megafoon! Attentie alle dino's! Jullie moeten hier heel snel. Het begint al.
Wist je dat dit de plek is waar de dino's bijna altijd eten? Wij blussen het vuur. Jullie moeten eerst de dino's weghalen. Marshall! Zorg dat die lava afkoelt voordat er nog meer gas verbrandt. Doe ik! Waterkanon! Hij gaat verder uitbarsten. Rubble? Graaf een gleuf zodat de lava van hier naar de kloof kan stromen. Een gleuf komt eraan. Graaf, graaf, graaf. Dit kan ik. We zijn er bijna. We hoeven alleen nog maar over die brug heen. Oh nee, hoe komen we nu aan de overkant? Rocky, Zuma, Sky. Pak de gevallen bomen en stapel ze over het gat, zodat de dino's veilig over kunnen steken. Begrepen! Doen we! Sowieso! Mijn beurt, gas! Mooi werk, pups! We brengen de dino's naar de overkant. Rebel, we moeten hier wegwezen. De gleuf is klaar. We gaan. Ik durf niet te kijken. Is dat gelukt? Doe je ogen maar open. Het is gelukt. Wauw, die vulkaan blijft maar rommelen. Dat was de vulkaan helemaal niet. Dat is een T-Rex in nood. Hij zit vast. Dat is een grote dino. We hebben iets heel groots nodig om hem te kunnen redden. Robbehond, breng de dino op het stroller. Rex, met jouw hulp krijgen we hem wel aan boord. We dino doen dit. En Rubble, jij moet ons helpen met oversteken. Rubble is aan de rol. Ryder, de Dino Patroller kan niet doorheen de lava rijden. Nee, hij kan er niet doorheen. Oh, maar hij kan er wel overheen. Rubble, duw er wat grote rotsblokken in. Dat zit rotsvast. Ga je gang. Zullen we hem een lift geven? Wat zegt die Rex? Je wilt dit niet horen. Brul, 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 brul. Volg mij maar naar de Dino Patroller. Ik beloof je dat het goed komt. Oh nee, onze rotsbrug is weg. De overkant. Zie je die stenen daar? We kunnen ze gebruiken als schans en springen zo naar de overkant. Wacht, we gaan nu dus door de lucht naar de overkant proberen te komen? Ja, Robbehond, ga maar. Ah, ah. Hou je vast, maatje. Het is weer lekker rustig hier. Echt wel. En die vulkaan blijft als het goed is heel lang rustig. Oh! Hij zegt bedankt. Brul! Graag gedaan. Wanneer je een kudde dino's moet verplaatsen, blaf dan hem help. Dino krallen! Eins, zwei, drei und zehn. Kolossale Kooperation, Freunde. Es geht los, Sky. Dann hol das Baby mal da raus. Rettungsgurt.
Leg den Gurt an, Kleiner. Ich weiß, du schaffst das. So ist's gut. Und bereit. Das hast du gut gemacht, Rex. Sky, hoch mit ihm. Es geht aufwärts. Jetzt muss ich nur noch einen guten Landeplatz für dich finden. Was war das? Nicht so rumzappeln, Baby Dino. Halte durch, du hast es gleich geschafft. Oh je, das war vielleicht knapp. Das klingt, als käme das ganz aus der Nähe. Das ist ein T-Rex. Er ist der König der Dinosaurier. Es hört sich aber nicht so an, als wenn er glücklich wäre. Sky, kannst du ihn sehen? Der Grund für die Bissspuren an den Bäumen. Ein T-Rex frisst normalerweise keine Bäume. Und Felsen frisst er schon gar nicht. Wir müssen herausfinden, was er hat, bevor er die Dino-Wildnis zerstört. Rauf mit dir, Tina. Rauf mit dir, Benny. Du verstehen, was er sagt? Hauptsächlich, aua, mein Maul tut weh. Oh, dem superstarken Saurier schmerzt die Schnauze? Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, warum er nach allem schnappt. Oh. Sky, schaffst du es, einen Blick in sein Maul zu werfen? Ich versuche es mit einer Großaufnahme. Ruff, Fernsichtbrille. Oh, oh, dem T-Rex klemmt ein Ast zwischen den Zähnen. Ich wette, der T-Rex versucht, ihn loszuwerden, indem er in alles reinbeißt. Ein Dino-Dental-Dilemma. Ducken! Wie kriegen wir den Ast zwischen seinen Zähnen raus? Hey, Ryder, wie hat Kati das Trockenfutter aus Marshalls Zähnen geholt? Na klar, mit einem Wasserstrahl, das funktioniert beim T-Rex vielleicht auch. Marshall, komm ganz schnell hierher und bring deine Wasserdüsen mit. Ein T-Rex braucht eine gründliche Zahnreinigung. Ein T-Rex? Ich bin bereit. Wuff, wuff, Rettungshund. Oh, ich hoffe, Marshall ist hier, bevor der T-Rex die ganze Dino-Wildnis zerstört. Oh, endlich ist er wieder bei seiner Mama. Hoffentlich tut der T-Rex den beiden nichts. Marshall, schnell! Du musst mit deinen Wasserdüsen den Ast aus dem Gebiss vom T-Rex spülen. Beeil dich! Wasserdüsen! So, und jetzt sag brav A! Ich komme nicht nah genug an sein Gebiss. Ein Dino-Zahnarzt hat es wirklich nicht leicht. Wir müssen Marshall irgendwie höher heben. Der alte Pünktliche! Das ist ein Geysir, der jede Stunde Wasser ausstößt. Ja, und gleich ist es wieder soweit. Gute Idee. Marshall, du fährst direkt über das Geysirloch. Und Rex, du überredest den T-Rex, sich zu Marshall umzudrehen. Hallo? Ja, du! Ich heiße übrigens auch Rex. Hast du das gewusst? Das ist aber hoch. Oh, oh. Marshall, los! Dann wollen wir mal. Alles gut, er ist wieder fröhlich. Und er sagt Danke. Paw Patrol, ihr habt einen Dino gerettet. Gratulation zu guter Arbeit. Dankeschön, Tina. Wenn wieder mal ein Dino unsere Hilfe braucht, ein Anruf reicht. Und Zahnseide nicht vergessen.